Bounce Rate oder Absprungsrate Optimierung. Wenn Sie einen Besucher schon mal auf Ihrer Seite drauf haben, möchten Sie natürlich, dass er drauf bleibt und das Ziel, das Sie ihm vorgeben, dann auch erreicht. Ausfüllen eines Kontaktformulars oder das Bestellen, wenn es ein E-Shop ist. Wenn er bounced, dann schaut er sich nur eine Seite an, kommt da drauf und verschwindet sofort wieder. Das kann am Titel liegen, wie ich das letzte Mal erklärt habe. Das kann aber auch daran liegen, dass er das, nachdem er gesucht hat, auf der Seite nicht findet. Und hier geht es natürlich um den Suchbegriff. Kurz, wo Sie sehen, ob Sie schlechte Bounce Rates haben, das ist im Analyse-Tool drin, hier beispielsweise in der Spalte drin. Da sehe ich die Seite, also den URL vorne und hinten die Bounce Rate, hier beispielsweise bei 35%. Das heißt, 35% der Besucher, die auf die Seite kommen, sind wieder weggegangen. Nun, wie kann ich das optimieren? Ich nehme das anhand eines Beispiels bei Google. Beispielsweise hier, ich habe noch Gebrauchtwagen gesucht. Und wenn ich jetzt hier auf die Seite gehe, die Car4U-Seite, komme ich auf die Startseite. Das ist ein AdWord, ich habe da nicht drauf geklickt, ich weiß, dass ich auf die Startseite komme. Und wenn ich jetzt hier suche nach Gebrauchtwagen, das kann ich ja, so, dann finde ich hier das einmal hier unten drin. Das heißt, ich sehe das Wort hier auf der Seite drauf nicht, was natürlich schlecht ist. Klar kann man jetzt sagen, Car4U kennt man ja, da weiß man, dass man Autos kaufen kann, okay, mag sein. Trotzdem wäre es wahrscheinlich besser, ich käme auf eine Landingpage, auf der das Wort draufsteht. Weiteres Beispiel, ich habe noch Bauern-Olympiade gesucht, mal was ganz anderes und kriege hier auf Platz 1 den Jucker Farmart. Wenn ich hier draufklicke, sehen Sie auch gleich, hier steht oben im Titel drin Bauern-Olympiade und wenn ich die Suche anschaue, hier oben habe ich 7 Mal dieses Wort auf der Seite drauf, das heißt, der Besucher weiß sofort, okay, auf der Seite wird was zum Thema Bauern-Olympiade angeboten. Die Position 2 dann beispielsweise impulsevent.ch, hier steht auch Bauern-Olympiade, lustig, auf dem Bauernhof, auch hier weiß ich, ich bin sofort am richtigen Ort. Und dann ungefähr die Position 8 komme ich auf diese Seite drauf, hier Emmental Tours. Und wenn ich hier nach Bauern nur schon suche, kriege ich nichts. Das heißt, hier ist das Wort 0 mal auf der Seite drauf. Ich sehe hier auch nicht auf der Seite, wo die Bauern-Olympiade vonstatten geht. Ich müsste hier also scrollen und nochmal suchen. Das Einzige, wo Sie es integriert haben, ist hier oben im Titel drin. Warum Google diese Seite überhaupt unter den Top 10 bringt, ist mir ein Rätsel. Denn hier wird der Besucher mit Sicherheit bouncen. Der wird hier wieder verschwinden und sich das nächste Suchresultat schnappen. Schauen Sie also, dass, wenn Sie einen Besucher auf der Seite drauf haben, der dann auch bleibt. Denn der, wenn er dort die Keywords oder das Suchbegriff, den er, nachdem er gesucht hat, wenn er den wieder findet, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Meistens gerade einen Titel reinschreiben. Schauen Sie sich also Ihre Landingpages an und die Bounce Rate und optimieren Sie das dann mit den Keywords. Würde mich natürlich interessieren, ob Sie das machen, schon gemacht haben, ob Sie es jetzt machen werden. Kommentare wie immer hier unten. Wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie mich hier abonnieren. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INM AG und Sie haben Website marketing.ch geschaut.